Thank you. So I'm also very happy to be here. So this cycle of teaching, seven mirror. This is the around 8th century. The teaching of Lachen Tenpa Namka is the great yogi master in Burn tradition. Dieser Zyklus der Belehrung, der sieben Spiegel des Dzogchen, stammt aus dem 8. Jahrhundert vom Meister Tenpa Namka, der in der Burn-Tradition einer der herausragenden Yogis ist und Gelehrten. And the teaching is very much teaching on Dzogchen, the teaching of great perfection. Und diese Belehrung behandelt vor allen Dingen eben Dzogchen, die große Vervollkommnung. Yeah, because there's a sutric teaching, tantric teaching, there are different kind of teachings, but this is very much oriented toward the principles of Dzogchen, great perfection. Natürlich gibt es Sutra-Belehrung, Tantra-Belehrung innerhalb dieses gesamten Zykluses, und diese Belehrung hier bezieht sich auf Dzogchen, die große Vervollkommnung. And the great perfection, Dzogchen teaching, it is very much related to oneself. Und die große Vervollkommnung, die Dzogchen-Belehrung, beziehen sich vor allen Dingen auf individuell einen selbst. So basically it's about great perfection means we are great perfection. We are perfected fully. Okay. Mit dem Begriff große Vollkommenheit oder Vervollkommnung wird angezeigt, dass wir selbst in uns vollkommen sind. I'm saying this because somehow, sometimes when we think about the teaching, we think, oh, it's a Buddhist teaching, it's a Burn teaching, it's a Christian teaching. Teaching is kind of more identifying with the tradition or something like that, you know. I think I'm not sure if that's exactly the correct way to look at. Ich erwähne das, weil wir bezüglich Belehrung häufig diese Kategorisierung vornehmen und sagen, es ist eine buddhistische Belehrung, das ist eine Burn-Belehrung, das ist eine christliche Belehrung, und ich bin mir nicht sicher, inwieweit diese Art der Kategorisierung hier korrekt die Sichtweise ist. There is no question about acknowledging where it is coming from, respecting, honoring, but not getting caught up where it comes from, trying to understand what it is. Das ist völlig fraglos, dass man den Wert dieser Belehrung anerkennt, auch die Tradition, aus der diese Belehrung stammt, respektiert. Aber es ist wichtig, sich darin nicht zu verstricken, sondern zu erkennen, dass es hier wirklich direkt auf uns persönlich zielt. So what it is, it's very much about, we can say it's about us, it's about me. Man kann wirklich sagen, hier geht es um mich selbst. So the teaching, core teaching is, it's about to self-realization. Und der Kern dieser Belehrung ist, sich selbst zu erkennen. Okay, but literally that's what it is. It's not like anything. That's what exactly what it means. No? Und das ist die wortwörtliche Bedeutung des Ganzen, nicht irgendwie was Umschreibendes. And maybe that's why we are here, right? Vielleicht sind wir aus genau diesem Grund hier. We are here because we're trying to kind of continuously explore something else. It's more about trying to search yourself and trying to fully realize yourself. I think that's why we're here, and this is what this teaching is about. Ich glaube eben, dass es ja so ist, dass wir eben hier sind, weil wir keine Lust mehr darauf haben, unser Leben eigentlich die ganze Zeit so weiterzuleben mit den Arten von Erfahrungen, wie wir sie bisher gemacht haben, sondern stattdessen wirklich auf der Suche nach uns selbst sind und auf der Suche danach, uns selbst zu erkennen. I think everybody who is in the spiritual journey, that's how this purpose should be. Purpose should be to find yourself. Purpose should be to self-realize. Und ich denke, das gilt für jeden, der sich auf der spirituellen Reise befindet, dass diese Reise dazu dienen soll, sich selbst zu erkennen. And also the way you know the seven mirror, of course it's a seven mirror, so there is a seven points, which, you know, we're trying to cover maybe, I don't know, first couple of firsts this year, this time, this weekend.
Und in der Titel Sieben Spiegel deutet an, dass es hier um sieben Hauptpunkte geht. Und ich denke, dass wir an diesem Wochenende die ersten beiden wahrscheinlich abdecken können in diesem Jahr. We're trying to understand what, according to Lajit Tembanamka, their knowledge, wisdom, what they're how they're trying to describe it. But then, and it's more like we have to look at this as from personal perspective. Und natürlich ist es für uns wichtig, hier auch bezüglich der Weisheit des Wissens oder der intellektuellen Erkenntnis zu durchdringen, wovon Tempranamka hier spricht oder was Tempranamka hier aufzeigt. Aber viel wichtiger ist für uns noch, den persönlichen Bezug zu uns selber herzustellen. Knowledge should directly come down on your individual level and understand there. Diese Weisheit des Wissens, die sollten wir wirklich auf unseren individuellen Zustand, jetzt, wie er sich jetzt befindet, anwenden. This is like a map, and you are the one taking a journey. And when you travel, you need to know where you are in order to continuously move forward. Das ist wie eine Landkarte, die wir zur Hand nehmen, wenn wir uns auf eine Reise begeben wollen. Und das Wichtigste, wenn man sich auf eine Reise begibt, ist, dass man zunächst wissen muss, wo man ist, damit man überhaupt weiß, wie man dahin gelangen kann, wo man hin möchte. Otherwise, you have a beautiful, fancy map, and you are on this incredible journey. Your problem is two things. One, you probably don't know where you're going. Second, you don't know where you are. And then the map has no place in your life. And unfortunately, that's true for many spiritual seekers. Der entscheidende Punkt ist, dass wir ansonsten nämlich eine fantastische, großartige und sehr ausgearbeitete, fein ausgearbeitete Karte zur Verfügung haben und wir uns auf einer unbeschreiblich tollen Reise befinden, aber zwei Probleme haben. Einmal nämlich, dass wir nicht wissen, wo wir hinwollen und zweitens nicht wissen, wo wir uns aktuell befinden. Und das bedeutet, dass diese Landkarte uns überhaupt gar nichts nutzt. Unglücklicherweise ist das tatsächlich der Fall für viele Leute, die spirituell auf der Suche sind. And sometimes people have some idea where they're going. Manchmal haben die Leute eine Vorstellung davon, wo sie hinwollen. Kind of idea. Irgendwie. And then, but they don't know. I say, maybe they do know very clear where they are, but they don't, maybe that's not true. Maybe they don't know where they are, I think. Or for sure, wherever they are there, but that is like there's no value put into it, there's no reflections put into it, there's no genuine curiosity and to value, to understand that. That's the biggest problem, I think. In most cases, this is what I personally see all the time. Und der wichtigste Punkt hieran scheint mir, sagt Rinpoche, dass man vermutlich eine Vorstellung davon hat, dass man da ist, dass man vorhanden ist, aber dass das vollkommen ohne jede Wertschätzung ist für die Qualitäten, mit denen unser derzeitiger Zustand ausgestattet ist, ohne echte Neugier, bezogen darauf mal genauer anzuschauen, wo wir uns gerade befinden. Und ich habe den Eindruck, sagt Rinpoche, dass das eigentlich das virulenteste Problem von uns ist. But one of the reasons why people are kind of avoid to know where they are, because they think it's not a nice place to be. Mm. Not interesting. Painful. Der entscheidende Punkt, dass die Leute irgendwie versuchen zu vermeiden, genau zu erkennen, wo sie sind, liegt vermutlich darin, dass sie das Gefühl haben, es ist kein schöner Platz, an dem man sich gerade befindet, der ist nicht interessant und auch völlig ohne Bedeutung. So there is some sense of some notion of where I'm going, it's a fantastic, where I am, it's horrible. Und das ist verbunden mit dieser Gefühl oder Vorstellung, dass das, wo ich hin will, fantastisch ist und das, wo ich bin, grauenhaft. So why I wanted to know where I am?
Warum sollte ich dann also wissen wollen, wo ich mich befinde? I don't like it. Mir gefällt es nicht. It's not interesting. Es ist nicht interessant. It's painful, confusing. Es tut weh, es bringt mich durcheinander. I don't want to think about it. I don't want to look at it. I don't want to go deep into it. Ich möchte da nicht mal dran denken, mich das nicht anschauen und schon gar nicht tiefer hineingehen. This is, and people successfully able to avoid. Das gelingt den Menschen meist sehr erfolgreich, das zu vermeiden. But they don't give up the journey. They still believe they're on the path. They are on the way to their destination, without knowing where they are. Nichtsdestoweniger hält man an dieser Reise fest und ist fest davon überzeugt, dass man auf dem Weg dorthin ist, wo man hin will, an sein Ziel. So what I'm trying to say here, as we kind of learn these teachings, I think it's really, really important to respect yourself. Und während wir uns also mit dieser Belehrung beschäftigen, ist der erste wichtige Punkt, so scheint mir, dass man wirklich sich selbst respektiert. You're equally important than these teachings. Man ist selber exakt genauso wichtig wie diese Belehrung. Your understanding of yourself, whatever it is, it's equally important than understanding of these deep teachings. Und genau zu verstehen, wo man selber ist, wer man selber ist, ist exakt genauso wichtig wie diese Belehrungen zu verstehen. If you avoid yourself, these teachings has no functions. Wenn man sich selbst ausweicht, dann wirken oder dann haben diese Lehrungen überhaupt keine Aufgabe, keine Funktion. So that's something I think this is a journey that we're starting. I think it's important to kind of keep that in mind, remember, keep on remembering. You are very important. Where you are is the most important in the journey, as we know, right? Every place you look at the map, what are you trying to look? Two things you're trying to look. You're trying to look, where am I? Right? Where am I? You looked at, then everybody, there is this little mark, red, pointed. You're here, or a little circle, if your eyes is not that good enough. Yellow circle, you know. Und darum ist es sehr wichtig, dass wir auf dieser Reise, die wir hier antreten, uns daran erinnern, dass es ungeheuer wichtig ist, zu wissen, wo wir sind. Das ist der wichtigste Punkt überhaupt, den man beim Antritt einer Reise wissen muss, wo man selber ist, wenn man auf die Landkarte guckt. Worauf achtet man? Man achtet auf zwei Dinge. Der erste Punkt, auf den man achtet, ist, wo bin ich hier überhaupt? Dann gibt es auf diesen üblichen Wegkarten, Stadtplänen oder so immer den roten Punkt und für die Leute, die nicht so gut sehen können, noch einen großen Kreis drumherum, da ist man. So where you are and where you're going, where you are is a small s, not S-Bahn. Small s, the small self, and where you're going is the big self. So there's a two s. But in journey, as you move, the s, which is heavier, darker, whatever it is, getting lighter as it approaches to the journey. The moment you arrive there at the final destination, it's illuminated. In a way, there's no distinction from path. I said what we call base, the path, fruition, they all are the same. You have to go to realize you did not really have to go. but that's what called journey, right? Und das ist also wichtig. Wir gucken auf diesen Stadtplan und sehen, wo oder auf diesen Plan, wo bin ich und wo will ich hin. Und da, wo ich bin, da ist dieses kleine S nicht für S-Bahn, sondern für das kleine Selbst. Und unsere Reise soll also zum Ziel führen, da, wo das große S aufgemalt ist, das große Selbst. Und diese Reise, auf dem Wege dieser Reise, entwickelt sich dieses kleine, dunkle, schwere S mit der Zeit und wird immer leichter und leichter. Und je näher wir in Anführungsstrichen an unser Ziel gelangen, desto leichter wird es und desto leuchtender und strahlender wird dieses S, bis am Ende das S total hell ist. Und das ist das zeigt an, dass es in Wirklichkeit keinen Unterschied gibt zwischen Grundlage, Weg und Resultat, Grundlage, Weg und Frucht. Aber man muss immer auf die Reise gehen, um hinterher zu wissen, dass man diese Reise gar nicht gebraucht hätte. Das ist das Wesen von Verreisen. So the small self, what it is, or the experiences of itself, small self, it's what it is a very important value to know, right? But what problem of the small self is imagination of the big self.
It's trying to live with imagination, but it doesn't live with what true itself is. That's the biggest problem in the journey. Und das größte Problem auf unserer Reise ist erstmal, dass es dieses kleine Selbst, dieses Erleben des kleinen Selbstes frei ist davon, dass man den Wert erkennt oder anerkennt, zu wissen, wer man ist und zu wissen, was das ist. Und unser größtes Problem ist eben, dass wir dieses kleine Selbst eine Vorstellung davon hat, wie fantastisch und großartig dieses große Selbst ist, und man also ständig mit dieser Vorstellung von diesem großartigen Selbst lebt und das, was man jetzt im Moment ist, total missachtet. Und ich glaube, das ist das größte Problem, sagt Rinpoche auf dieser Reise. So that is like maybe the single most difficult and problematic for people from the beginners and to people who are almost there to liberation. Same problem. Everybody. Und dieses Problem haben alle, angefangen von den Anfängern auf diesem Pfad bis hin zu denjenigen, die beinahe schon Selbstbefreiung verwirklicht haben. Alle haben exakt dieses Problem, und ich glaube, das ist das allergrößte Problem für alle, die auf der Reise sind. Like even one single meditation. Eine einzige Meditation zum Beispiel. Think about, just for example, you can say, I'm trying to meditate, so what I'm trying to do, close the window, no noise, right temperature, light, right shrine. I mean, just think about everything where you think you need it, you can fix everything. Then you finally find a position. Find a maybe right position, and then you're trying to sit in the right. You went from avoiding obstacles, then now you think there's no obstacles, now you're meditating. And I'm thinking, is this any other problem for me? One thought that it this is a problem, but it's not, is thinking for if there's any problem. There's no problem, but this is a problem, which I don't realize. Then I'm thinking, maybe then suddenly I realize, okay, yeah, you are the problem. Then I'm saying, okay, now finally I have no problem. What is the final one? Finally, maybe there's a sense of somebody still in charge of meditating, who is saying, who is thinking, everything is good. But that is the problem, last problem. Of course, this problem better than the noise of the car and everything, but it's the last stages of this self becoming an obstacle for that selfless journey. In one single meditation. But if you think about a larger sense of journey, it's the same thing. Same applies, no? Always comes down to this very subtle sense of self, small self. It pretending to be not there. Wenn wir an eine einzige Meditationssitzung denken allein, dann fängt das damit an, dass wir am Anfang denken, okay, kein Geräusch, also Fenster zu machen, der Schrein muss richtig aussehen, es muss alles richtig eingerichtet sein, und dann versuchen wir die richtige Körperhaltung zu finden, und dann setzen wir uns endlich hin und denken, okay, alle Hindernisse sind beseitigt, gut, jetzt denken wir, gibt es keine Hindernisse mehr. Was dann passiert ist, genau dieser Gedanke ist ein Problem. Der Punkt ist, dass wir dann vielleicht da sitzen bleiben und anfangen plötzlich festzustellen, ah ja, ich bin das Problem. Und dann bleiben wir weiter sitzen, aber der entscheidende Punkt ist, dass immer noch im Hintergrund irgendwo ein Gefühl da ist, dass da jemand ist, der die Aufgabe hat, diese Meditation zu überwachen und dafür zu sorgen, dass das alles richtig abläuft. Und auch wenn dieser im Hintergrund denkt, ah, jetzt ist alles gut,
das ist richtig gute Meditation, das ist das letzte Problem, was aber nach wie vor immer da ist, nämlich dieses subtile Empfinden von einem Selbst, was da ist. Es ist immer noch besser, als dass ein jedes Geräusch außer Bahn wirft, aber nichtsdestoweniger ist das das letzte Problem, was bleibt. Dieses ganz subtile Empfinden eines Selbstes, dieses kleinen Selbstes, was so tut, als wäre es gar nicht vorhanden. Okay. So the small self, beginning of the map, big self, end of the map. So what is this small self is? Is basically a small self is like a pain identity. Okay. It sounds bad, but it's not that bad. Okay. And especially when you become a friend with it. Also sprechen wir über den Anfangspunkt auf der, den Startpunkt auf der Karte, das ist das kleine Selbst. Und das große Selbst ist sozusagen das Ziel auf dieser Karte, unser Reiseziel. Und das kleine Selbst, kann man sagen, ist zusammengefasst unsere Identifikation mit Schmerz. Das klingt schlecht, aber es ist nicht gar so schlecht in Wirklichkeit. Spätestens dann nicht mehr, wenn man damit Freundschaft geschlossen hat. How many of you, when you're sad, how many of you feel you can become a friend with the experience of sadness? Wie viele von uns haben das Gefühl, wenn sie traurig sind, dass sie Freundschaft schließen können mit diesem Empfinden von Traurigkeit? Okay. Think about even your best friend who is sad, and you see your best friend is sad, right? Your best friend who, when he's not sad, is kind of a little bit egoistic, kind of challenging you, right? And you kind of wanted to punch. But when your best friend is sad, it's like quiet and sad, and then you feel like you're going closer, right? You feel like going closer, you wanted to say, how are you doing, you know? And you see the sad, and you kind of hold, you be close and hold. You become closer, you tender gentleness and kindness. There's a beautiful thing in that relationship of the sadness. Right? Wenn unser bester Freund, unsere beste Freundin traurig ist, jemand, der vielleicht ansonsten, wenn diese Person nicht traurig ist, vielleicht manchmal ein bisschen egoistisch ist, vielleicht auch mal ein bisschen eine Herausforderung für ist, wo man dann manchmal denkt, ach, ich möchte dir eigentlich schon gerne mal eine runterhauen. Aber wenn diese Person dann wirklich traurig ist, dann ist die Person plötzlich ganz leise, ganz still und dann hat man diesen Wunsch, näher hinzugehen und zu sagen, wie geht es dir? Und wenn man sieht, die Person ist traurig, dann möchte man die Person in den Arm nehmen, ganz sanft sein, ganz zart sein und freundlich sein. Das ist etwas, was eigentlich eine sehr schöne Erfahrung ist dann. What I'm trying to say here, there's a beauty of knowing the pain. Was ich hier damit ausdrücke, ist, dass es Schönheit gibt darin, Schmerz zu erkennen. There's a gentleness of knowing your pain. Und eine Sanftheit liegt darin, den eigenen Schmerz anzuerkennen. There is opening of knowing your pain. Das ist eine Öffnung dahin, den eigenen Schmerz anzuerkennen oder zu erkennen. So it's very good to know where the small self is. Darum ist es so wichtig, oder sehr günstig zu wissen, wo dieses kleine Selbst ist. Even though it's pain, when you know it, then journey counts. Until you know it, you have not started journey. Mm-hmm. You're just holding the map there and you have been 10 years planning to go, but you haven't started the journey. You know. Erst wenn man wirklich weiß, wenn dieses kleine Selbst kennengelernt hat, dann beginnt überhaupt die Reise. Bis dahin hat man sich überhaupt nicht auf die Reise gegeben. Man hat vielleicht 10 Jahre lang geplant, auf diese Reise zu gehen und diese tolle Landkarte immer angeguckt, aber man ist nicht losgegangen. There are many people and the practitioners. They have a map, they're holding their map and they're standing there, one position for many years. And you say, why are you standing here? And I'm planning to go. Where? Up there. Far there. And when the journey start? I don't know. Of course, you don't know when the journey start because journey does not start until you recognize your pain, your ego. Doesn't start. You know, this is what I was giving example on one of my Facebook page about
Muhammad Ali, this boxer, and somebody asked him how much push-up he does, and the answer was that I don't count, and I only count when it starts to hurt. The truth is, journey only count when it starts to hurt. The development only count when it began to hurt. You begin to build your muscles only when it began to hurt. So it's exactly the same. Spiritual journey is the same thing. So somehow it hurts, but then you recognize. Then it doesn't hurt. Hurting comes more distance and resisting and not knowing it. But when you go closer, connect and know it, pain is no longer stays pain. Pain begin to transform. And that very critical moment is where people have very big challenge to come close with. Mm-hmm. You know? Okay, that's it. Vor allen Dingen bei vielen Praktizierenden, vielen von uns Praktizierenden geht es exakt so, dass wir eine ganz tolle Landkarte in der Hand haben und wir stehen still und starr an einem Punkt, und wenn da jemand kommt und fragt, warum stehst du hier, dann sagt man, ja, ich habe hier den Plan, auf diese Reise zu gehen, und dann fragen die, wohin möchtest du, und dann sagt man, ja, da oben hin, ganz toller Platz, und dann wird gefragt, und wann fängst du an, und dann ist die Antwort, keine Ahnung. Der entscheidende Punkt ist, dass die Reise tatsächlich erst dann beginnt, wenn man seinen eigenen Schmerz, sein eigenes Ego erkennt. Auf einer meiner Facebook-Seiten habe ich darüber gesprochen, dass Muhammad Ali, dieser Boxer, mal gefragt worden ist, wie viele Liegestütze er jeden Tag macht. Und er hat gesagt als Antwort, ich zähle nicht, erst ab dem Punkt, wo es weh tut, fange ich an zu zählen. Und das gilt eigentlich für jede Reise. Erst dann beginnt Entwicklung. Erst wenn es anfängt, weh zu tun, baut man zum Beispiel seine Muskeln auf. Und für die spirituelle Reise als solche gilt das auch. Der Schmerz ist da, wenn man ihn erkennt, dann führt das dazu, dass der sich auflöst. Denn das hat damit zu tun, dass der Schmerz selber daher rührt, dass wir eine Distanz einnehmen zu dem, wie wir sind, zu dem, wer wir sind, dass wir nicht wissen wollen, wer wir sind oder was da ist. Und in dem Moment, wo wir näher kommen und beginnen, das zu erkennen, dann beginnt der Schmerz sich zu transformieren. Und das ist dieser sehr kritische Moment, der für jeden Praktizierenden sehr herausfordernd ist, dann tatsächlich noch näher zu gehen und nicht auszuweichen. Okay, so that's it. So this is the I'm trying to set up foundation of the approaches to the teaching. Okay. Und das kann man hier, was ich gerade bis hierher gesagt habe, als die Grundlage dafür nehmen, sich mit dieser Belehrung auseinanderzusetzen. Acknowledge yourself. Sich selbst anzuerkennen. Go closer to the pain. Näher an die eigenen Schmerzen. Until you feel this beauty, gentleness, relationship to your pain. Bis man diese schöne, okay, sanfte Beziehung zu seinem eigenen Schmerz spürt. So now first four mirror. I wanted to. This is what main overall emphasis of first four mirror. View, the heart mirror of the view. You all have this page. Ihr habt alle hier den Ausdruck. The heart mirror of the meditation, heart mirror of the result, and the heart mirror of conduct. So these are four what we're going to emphasize this weekend. Und in diesen mündlichen Übertragungen sind von diesen sieben Spiegeln zunächst die ersten vier hervorgehoben: der Herzspiegel der Sicht, der Herzspiegel der Meditation, der Herzspiegel des Ergebnisses und der Herzspiegel des Verhaltens. Das sind diese vier Spiegel, mit denen wir uns an diesem Wochenende auseinandersetzen werden. And maybe we can talk first three. Maybe we can talk about the view, meditation and conduct. Well, one, two and four. Okay. Und vermutlich werden wir es einfach so strukturieren, dass wir uns dieses Wochenende mit 1, 2 und 4, also der Sichtweise, der Meditation, okay, und dem Verhalten beschäftigen. View, I want to repeat after me, view. View, Dauer, nachsprechen, Dauer. 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 View. View, Sichtweise. Meditation. Meditation. Gom. Gom. Chöpa. Chöpa. Conduct. Verhalten. Okay, so Dauer, Gompa, Chöpa. Dauer, Gompa, Chöpa. View, Meditation and Conduct.
Sichtweise, Meditation und Verhalten. Okay. Now remember the small self and the big self. So the what really view is, what really meditation is, what really conduct is the big self. But what is my view is, what is my meditation is, what is my conduct is the small self. But this small self, acknowledging the small self in order to journey to the big, it's very important. You cannot get into the big journey until you acknowledge the small self. Is that clear? Und dabei ist es wichtig zu sehen, dass diese, die wir besprochen haben, die Sichtweise, Meditation und das Verhalten gemäß dieser Belehrung, sich auf das große Selbst bezieht. Wir aber hier unsere persönliche, vom kleinen Selbst geleitete Sichtweise, Meditation und Verhalten betrachten und begreifen, dass es notwendig ist, das kleine Selbst anzuerkennen, damit man zum großen Selbst gelangen kann. Das ist sehr entscheidend, sich das vor Augen zu halten.